Willkommen beim Capstone-Integralrechnung, zum Beispiel Beutestoß eines Furchenwals. Ein Furchenwal ist natürlich eine Walart, aber was ist ein Beutestoß? Bei einem Beutestoß nehmen Furchenwale mit weit geöffnetem Maul eine große Menge Meerwasser und die darin enthaltene Beute auf. Laut Angabe dauert ein solcher Beutestoß 20 Sekunden. Und die Geschwindigkeit, die der Furchenwal bei diesem Beutestoß besitzt, kann näherungsweise durch die Funktion V beschrieben werden. Man kann sich sehr direkt bildlich vorstellen, wie der Furchenwal seine Geschwindigkeit erhöht, nach vorschnellt seine Beute fasst, um dann wieder abzubremsen. Unsere Aufgabe ist nun, den Weg zu berechnen, den der Furchenwal bei diesem Beutestoß zurücklegt. Dazu muss ich als erstes den Zusammenhang zwischen Weg und Geschwindigkeit kennen. Die Geschwindigkeit ist die Änderung des Weges mit der Zeit. Die dargestellte Momentangeschwindigkeit, daher die erste Ableitung des Weges nach der Zeit. Und wenn ich den Weg haben möchte, muss ich all diese kleinen Änderungen wieder aufsummieren. Das geeignete Mittel, um diese Summe zu bilden, ist das bestimmte Integral. Der Weg ist daher das bestimmte Integral der Geschwindigkeitsfunktion nach der Zeit. Und das in jener Zeit, in der dieser Beutestoß stattfindet, also von 0 bis 20 Sekunden. Hätten wir die Funktion v in Form eines Terms gegeben, würden wir jetzt vermutlich eine Stammfunktion berechnen und mit Hilfe der Stammfunktion den Wert des bestimmten Integrals ausrechnen. Da wir nur den Graphen gegeben haben, bleibt uns nichts anderes übrig, als diese entsprechende Fläche abzuschätzen. Das bestimmte Integral entspricht bei positiven Funktionswerten über den gesamten Definitionsbereich, wie hier der Fall ist, 1 zu 1 der Fläche unter dem Funktionsgraphen. Die von uns gesuchte Fläche wird daher begrenzt von der Funktion v, von der Zeitachse, an der linken Grenze von der senkrechten Geschwindigkeitsachse und an der rechten Grenze von einer senkrechten bei t ist gleich 20 Sekunden. Diese Fläche ist abzuschätzen. Dass diese Fläche überhaupt einem Weg entsprechen kann, kann man auch dadurch noch überprüfen, indem man sich die Einheiten überlegt, die dabei rauskommen. Die Einheit in Geschwindigkeitsrichtung ist Meter pro Sekunde. Die Einheit in Zeitrichtung ist natürlich Sekunden. Sekunden kürzen sich weg und es kommt tatsächlich die Einheit Meter raus. Es handelt sich also tatsächlich um einen Weg. Diesen Weg kann ich abschätzen, indem ich ihn durch einfachere Flächen ersetze. Das Koordinatengitter gibt diese einfachen Flächen ja direkt vor, in Form von Rechtecken. Um daher die Abschätzung durchführen zu können, muss ich mir als erstes überlegen, welchem Weg entspricht ein kleines Rechteck. Dieses Rechteck hat eine Fläche von 0,5 Meter pro Sekunde Höhe mal eine Sekunde Breite, also 0,5 Meter. Und der Wert dieser Fläche ist natürlich ein Weg, den wir zurückgelegt haben. Was wir noch machen müssen, ist also nur mehr zu zählen, wie viele dieser Rechtecke passen in die von uns zu bestimmende Fläche. Nach einer etwas längeren Zählaufgabe kommt man auf an die 80 solche Rechtecke. Kombiniert mit den 0,5 Metern pro Rechteck erhalten wir 80 mal 0,5 Meter, einen zurückgelegten Weg von ungefähr 40 Metern. Und damit ist das Beispiel gelöst.